Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der April-Variante der Glossy Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossy Box ist eine Box, die aus England zu uns kommt und ich habe sie sowohl im selber Abo, als auch, dass ich sie zugeschickt bekomme. Meistens kriege ich ein bisschen eher meine PR-Box zugeschickt, aber die Box, die ich dann quasi selber abonniert habe, verlose ich dann immer in diesem Video. Und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und natürlich ganz am Anfang des Videos ein kleines bisschen Eigenwerbung, denn ich habe ein Buch herausgebracht. Das Buch heißt Sammy endlich ankommen. Es handelt von Sammy und es ist aus der Sicht von Sammy geschrieben und behandelt die 2 Jahre, die er auf der Straße verbracht hat, bevor er über den Tierschutz zu uns gekommen ist. Und das Buch durfte ich jetzt kürzlich im Pelletier Verlag zusammen mit Danny veröffentlichen. Also richtig geil. Vielen, vielen Dank, Danny, dass du mir da diese Möglichkeit gegeben hast. Und ja, wenn ihr Bock auf das Buch habt und mich da gerne supporten möchtet, super gerne, schaut gerne in der Infobox vorbei. Wie oft kann man gerne sagen? Ja, sehr häufig. Da habe ich alles nochmal verlinkt. Schaut gerne vorbei, ich würde mich mega freuen. Und hier habe ich jetzt einmal die Glossy Box. 12,50 Euro, wie gesagt, zahle ich da einfach monatlich für, ne? 5 Beauty-Produkte sind hier drin. Manches gefällt einem richtig gut, manches ist eher so, aber unterm Strich lohnt sich das immer für mich, weswegen ich einfach treue Kundin bin seit, ja, was haben wir heute, ne? 2022, seit 4 Jahren müsste das ungefähr sein, dass ich da Kundin bin und bestelle mir die immer wieder. Ich habe 2 verschiedene Codes. Das ist einmal, weil ich die ja selber im Abo habe, einer Claudia-RSQ oder so müsste das sein und Glossy Claudi habe ich auch. Der eine gibt euch 20% Rabatt und der andere gibt euch 5 Euro Rabatt, wie ihr das so handhaben möchtet, ne, wie ihr sparen möchtet. Tobt euch da gerne aus. Ich habe 2 Codes, wählt einen aus, wie ihr gerne möchtet. Und ich habe jetzt einmal den Deckel entnommen und hier haben wir dann auch einmal den Blick in die Box und dieser Duft, der hier rauskommt, Leute. So geil blumig. Boah, ich lieb's. Lang nicht mehr gehabt, dass eine Box so gut gerochen hat. Ich sag's euch wirklich. Wann gibt es endlich Geruchs-YouTube? Wirklich geil. Okay, also das ist die April-Variante, steht jetzt hier auf dem Heftchen auch schon drauf. Und da sehen wir auch schon Spring Softness. Oh mein Gott, also ich glaube nicht, dass wir jetzt unbedingt super viel dekorative Kosmetik erwarten dürfen, sondern eher Softness. Also, weiß ich nicht. Ganz entspannte Geschichten. Also wir haben hier auf jeden Fall ein digitales Leaflet. Also ne, man kann hier mit dem QR-Code sich das digitale Magazin angucken. Da hole ich mir auch immer die Preise von den Produkten her, ne? Ich verlinke euch die Produkte auch immer in der Infobox. Und hier hinten haben wir halt tatsächlich dann auch, komm, das machen wir jetzt erst, draufstehen, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Spring Softness Edition. Hallo Glossy. In diesem Monat tönen sanfte Klänge aus dem Beauty-Regal, denn Spring Softness steht auf der Glossy-Agenda. Passend zur frühlingshaften Stimmung wartet eine Box voller inspirierender Produkt-Highlights auf dich. Entdecke neue Beauty-Impulse für deine Routine, lass dich auf die neuen Must-Haves ein, die dich durch den Frühling begleiten und deinen Alltag in ein luftig leichtes Beauty-Dress aus Pastellnuancen und soften Texturen hüllen. In unserem digitalen Magazin erwarten dich nicht nur alle Informationen zu deinen neuen Essentials, sondern auch jede Menge spannende Topics rund um unser Monatsthema. Scanne dazu einfach den QR-Code mit deinem Smartphone und lass den Frühling in deinen Beauty-Alltag. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Vielen Dank, liebes Glossybox-Team. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir so bereiten werdet. Also so viel Make-up hat diese Lady nicht drauf, ne? Und ich glaube, ja, Fashion haben wir jetzt in der Glossybox eher weniger drin enthalten. Aber wir gucken einfach mal rein. Wie gesagt, blumiger Duft gefällt mir schon mal direkt. Vielleicht irgendwie eine Badebombe oder sowas. Ne? Ich habe jetzt hier mal das Schleifchen aufgemacht und jetzt öffne ich den Klebi. Wir haben aber keinen neuen Klebi von der Glossy Box. Letztes Mal gab es einen anderen. Der ist ziemlich weit oben, deswegen muss ich das kurz zur Seite packen. So. Oh, ich sehe schon. Okay, hier sieht es sehr gut drin aus. Kann man nicht anders sagen. Das, was hier wirklich so geduftet hat, ist The Ritual of Ying. Hammer. Das Serene Foaming Shower Gel. So geil. 200 ml. Das ist so ein riesen Vieh. Das finde ich ja klasse, Leute. Oh mein Gott. Riechst du so? Du Metalldose, du? Ja, wahrscheinlich, ne? Aber eigentlich riecht es... Nee, da ist noch was anderes drin. Da ist noch ein bisschen Shampoo drin.
Das riecht so, weil das hier riecht ja anders, ne? Das hat ja eher was von Lavendel. Genau, Sacred Wood und Lavendel. Aber geil. Also finde ich klasse, muss ich sagen. Den habe ich schon. Den werde ich dann aus meinem Bestand in das Full Face Beauty Box mit reinpacken von Catrice. Den Glow Lover Oil Infused Highlighter. Finde ich geil, dass die ein Produkt aus dem neuen Sortiment hier reinpacken, ne? Dann hat das hier nicht so diesen Anschein von Resteverwertung, wenn man dekorative Kosmetik hier drin findet, sondern wirklich von... Hier ist was drin, was neu auf dem Markt ist, Leute. Das finde ich gut. Also, ja, ist ein schöner Highlighter. Und wie gesagt, den werde ich dann aus meinem Bestand reinpacken und den werde ich dann verwenden. Finde ich klasse. Hier komme ich jetzt zu dem Grund des Duftes. We Do Professional No Plastic Shampoo Light and Soft. Shampoo Bar for Fine or Normal Hair. Ich habe feines Haar, aber ich kann leider keine festen Shampoos vertragen, weil ich davon echt eine sehr angegriffene Kopfhaut kriege. Das ist cruelty-free und vegan, was ich toll finde. Man kann es aber auch für den Körper verwenden. Vielleicht, wenn das so geil riecht, wie die Box halt riecht, werde ich mir das zweckentfremden? Na, ich weiß nicht. Weil das riecht schon sehr geil. Ja, sehr, sehr geil. Oh mein Gott, riecht das geil. Ich glaube, ich werde mir das zweckentfremden, dass ich das dann einfach als Seitenstück für die Haut verwende, ne? Ja, das kannst du ja auch machen. Du kannst ja, im Prinzip so gut wie alles zweckentfremden, hast dann vielleicht nicht ganz so diese Pflegegeschichten, die du dann für den Part deines Körpers brauchen würdest, aber du kannst ja zum Beispiel auch einen Lippenstift als Blush verwenden. Warum sollte man dann nicht auch noch ein festes Shampoo als Körpervieh oder als Handvieh verwenden sollen, ne? Okay, ja, dann habe ich hier was drin. Brow Atelier Defy Brow. Hallo. Styling Brow Soap, okay, eine Augenbrauenseife. Habe ich nicht die besten Erfahrungen mitgemacht, muss ich gestehen. 5 Gramm sind hier drin enthalten, also mit allgemein Augenbrauenseife, ne? Und das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich habe halt, jetzt im Video sieht das so aus, als hätte ich schon Augenbrauen, ne? Weil ich verwende ja auch Augenbrauenserum und so ein Kram. Und ich male die ja auch an. Aber wenn ich halt meine Augenbrauen natürlich habe, dann ist da nicht viel. Und Augenbrauenseifen kannst du eigentlich am besten verwenden, wenn du per se schon ein bisschen fülligere Augenbrauen hast und da nicht allzu viel mit dem Stift auffüllen müsstest oder so. Weil bei mir hält die Farbe dann nicht so unbedingt. Ich gucke mir das jetzt aber trotzdem mal an, weil ich ja ein neugieriger Mensch bin. Da scheint auch ein Pinselchen drin zu sein. Okay. Okay, ich bin schon neugierig, ne? Vorsichtig aufgemacht, ja. Hier haben wir halt so eine klassische Augenbrauenseife hier drin. Kleinen Spoolie mit am Start, den ich auch schön finde. Ja, weiß ich nicht, Leute. Weiß ich nicht, ob ich dem auch eine Chance geben möchte. Müssen wir einfach mal gucken. Ich lege es mal in meiner Box für meine Fullface Beauty Boxen und schau mal, wie mutig ich dann wirklich an dem Tag auch bin, wenn ich das dann drehe. Und mal gucken, weil wie gesagt, ich hatte Browly schon ausprobiert. Ich habe von Revolution schon mal was gehabt. Oder Revolution Pro war das. Also ich hatte schon einige Mal, ne, so unterschiedliche auch ausgetestet. Ja, muss man mal gucken. Hier haben wir von der Marke her einen alten Bekannten, Downtown Paris. Wir hatten schon den Blush, wir hatten schon den Highlighter, wir hatten schon Cleanser, wir hatten schon Pflegeprodukte und so. Und das hier ist ein Lidschatten. Alter Schwede. Rose Gold. Und das sind, also, wie viel ist das? 15 Milliliter. Ei, ei, ei. Also den werde ich im Leben nicht aufkriegen, abgesehen davon, dass ich eigentlich nicht wirklich Liquid Eyeshadow verwende, ne? Also da glaube ich, dass ich den nicht behalten werde. Bin ich ehrlich. Also ich habe jetzt hier 5 Produkte, wovon ich jetzt sage, okay, 4 davon, also 3 safe gerne verwenden, wobei ich eins ja schon hatte. Ne? Eins, wo ich sage, okay, ich versuche es mal mit der Augenbrauenseife und der Liquid Eyeshadow, wo ich doch etwas verhaltener bin, um das mal so zu sagen. Eigentlich ist das schon eine ganz gute Quote. Ich werde jetzt noch einmal kurz den QR-Code scannen, um zu schauen, vielleicht hätte es noch irgendwelche Alternativen gegeben oder was ist zum Beispiel in jeder Box drin enthalten. Könnte ja auch den einen oder anderen sehr interessieren. Ich habe hier auch sowieso immer Timestamps, ne? Da könnt ihr immer weiterspringen, falls euch irgendwas überhaupt nicht interessiert. Also, es scheint wirklich jeder dieses Rituals-Produkt drin zu haben. Das finde ich cool. Auch dieses Brow Atelier und auch diesen Eyeshadow. Okay, dann kommen die ganzen Alternativprodukte. Es hätte alternativ noch diese Labellos gegeben in diesen verschiedenen Farben. Caring Nude in Rot oder in Pink. Dann habe ich hier ja den Highlighter.
Dann hätte es auch noch ein Purifying Face Wash von Ugon gegeben. Von Alvea, da hätte es auch noch verschiedene Blushes gegeben. Das wäre auch sehr interessant gewesen. Also schon recht viel dekorative Kosmetik. Terre de Mars, ein Reddition Revitalizing Shampoo wäre drin möglich gewesen. Oder halt dieses ne? Shampoo, was ich drin hatte, das Feste. Ja. Und das war's auch schon. Dann haben wir hier so ein paar Hairstyling-Tipps, Glossy-Gedanken, Unperfect. Ah, guck mal, hier ist Spoiler für Mai. Mai ist übrigens mein Geburtsmonat, ne? Und da hoffe ich natürlich, dass die Glossy-Box einen raushaut. Also, lese ich euch mal vor. What's up next? Perfectly imperfect. Mache ich ein bisschen größer, weil ich gerade keine Brille aufhabe. Was liebst du an dir am meisten? Schau doch mal in den Spiegel und zähle mindestens drei Sachen auf. Addiere mit jedem Tag einen deiner Vorzüge dazu. Mit dieser kleinen Übung wirst du ganz schnell feststellen, wie wunderschön du bist. Obendrauf packen wir diese entzückende Special Design Box. Geil, Special Design zu meinem Geburtsmonat, freue ich mich. Die dir dank toller pflegender und dekorativer Produkte sowie einiger extra Überraschungen die letzten Unsicherheiten nehmen soll. Denn es wird endlich Zeit für all die Dinge, die immer warten müssen. Bedingungslose Selbstliebe, ein positives Mindset und die Kunst, das Leben zu genießen mit all seinen Ecken und Kanten. Hashtag Glossybox loves you. Das finde ich cool. Love yourself ist da die Edition. Freu dich auf ein ganz besonderes Special Design mit Spiegel und Stickern zum Individualisieren deiner Box. Das finde ich cool. Also da ne, freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Wie gesagt, da könnt ihr in der Infobox vorbeischauen. Codes zum Abonnieren habe ich da reingepackt. Ne? Schöne Box. Hat mir gefallen. Freue mich auf den Mai. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare rein. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!